müsste man, so wie es Nietzsche gemeint hat, sagen, das Wort, oder? Ich habe deshalb hier mir erlaubt, eine eigene Realutopie bereitzulegen. Und zwar ist das eine Siedlung, die ich maßgeblich habe gestalten dürfen, architektonisch und auch sozial, also vom Zusammenleben her. Das war eine Pioniersiedlung des Aufbruches, nachdem Flower Power ein bisschen weg wieder war, aber wir haben gemerkt, es muss sich materiell eben auch ändern und wir haben auch viel auf uns genommen. Die haben doch gesagt, das ist eine Utopie, das ist doch überhaupt nicht realisierbar. Wir haben aber Geld gefunden und so weiter, übrigens auch von einer Schweizer Grossbank, oder? Die haben mir eigentlich vertraut. Ich habe in diesen Kreisen verkehren dürfen und die haben mir vertraut und wir haben das Geld erhalten für ein Projekt. Kaum jemand hat daran geglaubt, wir schon, haben das auf uns genommen. Und es hat kürzlich ein Student, der Foto, also das ist nicht nur einfach Fotografie, das ist einfach der Kunstgewerbeschule, hat hier eine Arbeit gemacht, Realutopie, über der heute, das ist der Matthias Pfannatter, über den heutigen Zustand dieser Siedlung. Es sind etwa 50 Wohnungen dort. Und die Leute, die jetzt dort sind, oder? Und wie es ihnen geht, was sie. Und dort ist eine Anlage drin, die materiell geworden ist, die zukunftsträchtig ist. Da kann noch viel dort weiter entstehen. Neue Formen von Zusammenleben, oder? Zum Teil wird schon praktiziert, also. Aber da ist noch viel mehr möglich, natürlich, oder? Und, aber es ist jetzt nicht eine Kritik, sondern einfach, das wird sich einfach dann wieder verändern, weiter verändern, wenn einfach nur über die Not vielfach, oder? Aber was wir eben propagieren, das ist, dass wir das selber in die Hand nehmen, uns laufend zu verändern, oder? Wie wenn das Schwert drohen würde. Wir brauchen es nicht, wenn wir das einmal eingesehen haben. Und das ist der Punkt, oder? Und ja, das Utopie auf der Erde verwirklichen, oder? Das war sicher das Anliegen, von Zarathustra, der Einsichten hatte, Visionen hatte und das eigentlich hätte verwirklichen wollen. Und Herr Gerhard, wie heißt der Herr? Entschuldigung. Herr Gerhard. Entschuldigung, er heißt Herr Gerhard. Gerhard ist bei uns eben auch ein Vorname. Entschuldigung, Volker Gerhard. Entschuldigung. Macht ja da diesen Vergleich mit dem Evangelium, also Jesus Christus, der hatte ja Vision, ist die ursprünglich Wikipedia-mäßig, ist das eine religiöse Erscheinung, oder? Aber es ist einfach auch eine geistige Erscheinung. Es sind Visionen, müssen nicht an religiöse Inhalte gebunden sein, gar nicht, oder? Das sind Träume, die im Wachbewusstsein stattfinden, oder? Oder ich glaube sogar, wenn es im Traum drin ist, ist es auch schon als Vision bezeichnet worden, weil es dieses Visionäre eben drin hat, oder dieses eben nicht so Alltägliche, sondern was einem führen soll oder was einem tiefere Einsicht geben soll, so diese Dinge. Das ist das, was sie bei uns auch wieder lernen können, oder? Vision. Und interessant, damit schließe ich jetzt ab, weil
Das ist bei uns nicht abgehoben. Das ist, Sie können das bei uns lernen innerhalb von einer Woche plus hinten und vorne noch ein paar Tage. Können Sie bei uns lernen, das ist eine neue Methode, wie ein Messinstrument, das Sie kennenlernen, aber Sie selber werden da zum Messinstrument. Und ich schaue immer wieder auch, ich schaue jeden Tag, also ich schaue die jeden Tag erscheinenden Forschungsresultate im Bereich Medizin und Soziales und ein paar Dinge, weitere Disziplinen, Bereiche des deutschsprachigen Raumes an und damit schließe ich jetzt ab, das ist geerdet, oder was wir hier machen, was Sie auch erhalten. Das ist so, wenn Sie diese Visionen haben, Sie können mir das glauben, weil ich bin fast entmündigt worden mit dem, ich habe die Diagnose Schizophrenie gehabt, also ich habe sie jetzt nicht mehr, aber die Phänomene, diese inneren Bilder, diese inneren Wahrnehmungen, Gerüche, alles komplett ein zweites, wie ein Geistleben eben. Das ist bei mir immer wieder einfach da, oder? Ich habe einfach gelernt, das bei mir zu behalten, damit ich sie nicht erschrecke oder damit sie mich nicht einliefern wollen, oder? Gehirn muss sich aber umbauen. Und dann haben sie die Geistwelt, das sind die Visionen, die sind dauernd eigentlich da. Und die sind bei den meisten Menschen eben einfach verdrängt. Also die haben einfach das abgespaltet und haben nur die materielle Wirklichkeit, oder? Und es ist tatsächlich so, also man ist dem auch auf der Spur, auch mit der Gehirnforschung weiß man, dass jetzt was Schizophrenie erleben. Da weiß man es bei den inneren Stimmen jedenfalls schon, das könnte ich Ihnen zeigen, habe ich abgelegt bei mir, könnte ich hervornehmen. Ich weiß es auch, es ist kürzlich in einem Radiointerview auf einem deutschen Sender gekommen, der heißt Herr Mast, ist in Bern, Universität Bern, ein Wahrnehmungspsychologe. Die wissen auch, dass wenn wir träumen und dort eben erfahren Traume, das sind Traumerfahrungen, es ist ganz etwas Ähnliches. Einfach, wenn man dort eben Wahrnehmung, es geht um Wahrnehmung, es ist nicht Denken, das ist der große Unterschied. Es ist nicht selber willentlich hergestellt, sondern es ist Wahrnehmung im Traum. Und in der Schizophrenie ist es so, dass und in der Vision, das kann ich Ihnen bestätigen, ist es so, dass das Gehirn, dass die gleichen Gehirnareale aktiv sind, wie wenn wir materielle Außenwahrnehmung haben. Und da kann man eben feststellen, es ist nicht Gedachtes, sind nicht Fantasien, es sind ja keine eigenen Bilder und so. Nicht selber gemachtes, sondern wahrgenommenes. Darauf kommt es an, oder? Und eben nicht Fiktionen, nicht Romane, oder? Kommen Sie doch dort raus und machen Sie die echte Erfahrung wieder von Wahrnehmung, von solchen nicht materiellen Inhalten, oder? Mein großer Wunsch und hier bei uns das Angebot, ab Sommer gibt es die ersten Ausbildungen darin, Grundausbildung. Wir müssen nicht einmal Schamanismus sagen, das ist gar nicht notwendig.